So etwas gab es noch nie. Andreas Gabalier, Volksrock'n'Roller und Österreichs Exportschlager Nummer 1, gab am Freitagabend ein einzigartiges Gastspiel im Rahmen von Horses and Dreams Meets Austria auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald. Vor dem Konzert gab es noch einen ungewöhnlichen Termin, denn Andreas Gabalier wird in Zukunft eine junge österreichische Reiterin im Reitsport unterstützen. Das war mir eine familiäre, freundschaftliche Angelegenheit, ein großes Anliegen da der lieben Sarah Denise Fink, die bei uns in Österreich auch schon sehr, sehr viele Siege einreiten hat dürfen, da eine kleine Freude auch zu bereiten. Paul Schockemöhle und Uli Kasselmann suchten ein passendes Pferd und im Rahmen von Horses and Dreams Meets Austria wurde die Chaco Blue-Tochter Hula Palusha Spara an Fink übergeben. Nachdem wir schon da sind und dieses Pferd übergeben haben dürfen, habe ich gesagt, jetzt sind wir schon so weit heraufgefahren, da singen wir doch gleich ein paar Lieder. Sterne aussehen, so wie es geht und alles.